viele schöne Parks und Plätze. Angenehme, schöne Wohngebiete. Gute, sichere Arbeitsplätze. Ich möchte Sie mitnehmen, mein Ludwigshafen zu sehen. Willkommen in meiner Videoreihe Ludwigshafen am Rhein, meine Heimat. Heute sind wir in Rheingönheim im Wildpark. Das ist ein wunderschöner Park, 30 Hektar groß, mit über 200 Tieren und viele, viele Möglichkeiten zum Wandern, zum Laufen, in der Natur, in Begegnung mit den Tieren. Eine wunderschöne Anlage, die natürlich auch gepflegt wird. Es gibt auch einen Förderverein davon und es wird genutzt von vielen, vielen Kindern. Es gibt zusätzlich noch viele Angebote hier, der Barfußweg, die Wildpark-Rallye und viele andere schöne Events für Kinder, um neugierig zu machen auf die Tiere, wie die Tiere leben, um viel zu erfahren von der Natur. Und das ist eine ganz wichtige und schöne Einrichtung hier. Was hier ganz besonders ist, ist die Nähe zu den Tieren. Ich muss jetzt auch ein bisschen leiser sprechen, weil genau im Hintergrund liegt ein Reh und ich möchte es nicht verscheuchen. Das heißt, es ist den Kindern immer möglich, mit den Tieren wirklich in Kontakt zu kommen. Es gibt auch diesen Streichelzoo, angefangen von Meerschweinchen über Häschen, über Ziegen, Schafe. Und es gibt natürlich auch die Großwild, also das Dammwild und Mufflons, Auerochsen und ein Luchsgehege, was nochmal was ganz Besonderes ist. Man muss sich da wirklich mal die Zeit nehmen und durchzumarschieren. Was hier auch für einen spricht, ist, dass so viel Natur, auch die vielen Menschen, die hier durchlaufen, komplett ausblenden kann. Das heißt, man kann wirklich ungestört durch die Natur laufen und dem Tier begegnen. Ja, und was natürlich wichtig hier auch für den Park ist, für den Anhalt und dass auch die Tiere gut gepflegt werden können, sind Patenschaften. Das heißt, sie können eine Patenschaft übernehmen, eben über ein kleines Tier oder über ein großes, ausgefallenes Tier, ein Auerochse oder ein Mufflon. Das freut den Förderverein und das hilft insgesamt, um den Tierpark so zu erhalten, wie er ist. Ja, Rheingönheim ist nicht nur bekannt durch diesen wirklich wunderschönen Wildpark, sondern eben auch, weil man auf einem Ackerfeld Funde aus der Römerzeit gefunden hat. Man sagt, es geht sogar zurück zum römischen Kaiser Claudius. Und das Stadtmuseum macht momentan mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe eine Ausstellung im Rathaus. Und zwar die Römer in Ludwigshafen. Das ist eine interessante Ausstellung für Erwachsene, aber auch eben für Kinder mit Workshops mit dabei. Und es sagt, dass es hier eine Ansiedlung gegeben hat, wie gesagt, ein Gräberfeld und eine römische kleine Stadt sozusagen. Wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie das Stadtmuseum. Das Stadtmuseum hat, obwohl Ludwigshafen erst ein wenig über 150 Jahre alt ist, trotzdem viele, viele tolle historische Dinge zu bieten, und informieren Sie sich doch mal. Ja, der Esel schreit gerade im Hintergrund. Das war's jetzt von mir aus diesem schönen Wildpark mit vielen neuen Eindrücken. Besuchen Sie ihn doch auch mal. Wenn Ihre Kinder zu alt sind, dann nehmen Sie die Enkelchen mit, die freuen sich auch sehr. Und und dann hoffe ich, dass Sie sich auch aufs nächste Video von mir freuen. Bis dann! Ja, wenn Sie Anregungen haben und ebenfalls Ihre Lieblingsplätze mir darstellen wollen oder mir zeigen wollen, dann melden Sie sich doch bitte bei uns und schreiben Sie mir eine Mail und ich nehme das auch gerne dann mit auf. Viele schöne Parks und Plätze. Angenehme, schöne Wohngebiete. Gute, sichere Arbeitsplätze. Ich möchte Sie mitnehmen, mein Ludwigshafen zu sehen.